Warum ich glaube, dass der Fall Relotius im allgemeineren Sinne alles andere als aufgearbeitet ist, das werdet ihr gleich erfahren. Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, meine Wiki-Welt. Der Fall Relotius ist erst ein paar Wochen her, aber ich glaube, dass das tiefer liegende Problem alles andere als aufgearbeitet ist. Und das werde ich heute erläutern an einem Beispiel, nämlich einem Artikel von meiner Lieblingskolumnistin Margarete Stokowski. Ja, ich hatte mir eigentlich geschworen, von ihr nichts mehr zu rezensieren, da das doch zu tief hängende Früchte sind. Aber diesmal konnte ich nicht anders, denn es ist ein neuer Tiefpunkt des Journalismus erreicht. Und zwar titelt Margarete Stokowski in der Kolumne, die gestern erschienen ist, den Hass benennen. Im Ruhrgebiet rast ein Mann in Menschenmengen aus rassistischen Motiven. In Wien schlägt ein Frauenhasser eine 22-Jährige fast tot. Viele Medien verharmlosen die Taten, den Hass blenden sie aus, die Opfer auch. Ja, wir hören es schon, Margarete Stokowski will die Welt ordnen nach ihren Kategorien und das sind die Kategorien in diesem Fall Rassismus und Frauenhass. Lesen wir wohl zunächst den Einstieg. Wenn Menschen Gewaltverbrechen begehen, kann man nicht immer sagen, warum genau sie so gehandelt haben. Manchmal jedoch geben die Täter über ihre Motive bereitwillig Auskunft und andere tun sich trotzdem schwer damit. Bei Verbrechen, die durch Rassismus oder Frauenhass begründet sind, scheint es eine Art magisches Denken zu geben. Wenn wir es nicht so benennen, dann war es das nicht. Weiter schreibt sie, der Mann, der in Bottrop und Essen in Menschengruppen fuhr und damit 8 Menschen verletzte, hat sich schon kurz nach seiner Festnahme dazu geäußert, dass er Jagd auf Kanaken und Schwarzfüße machen wollte, die aus seiner Sicht zu viel Geld vom Staat bekämen und außerdem keine Menschen seien. Das ist recht deutlich. Sie schreibt dann weiter, schnell ging es auch darum, dass Andreas N. früher mal in psychiatrischer Behandlung gewesen sei und Medikamente genommen habe. Ja, wer nicht? Als gäbe es eine psychische Erkrankung, die es wahrscheinlich macht, dass man Syrer töten will. Weiter schreibt sie, der Begriff einsame Wölfe wurde in den Titel übernommen, also sie referiert hier auf bestimmte Medienäußerungen und Schlagzeilen. Der Begriff einsame Wölfe wurde in den Titel übernommen aus dem Buch des Politikwissenschaftlers Florian Hartleb, der zwar einerseits deutlich sagt, dass die einsamen Wölfe politisch radikalisiert sind und nicht politisiert werden sollten, dann aber selbst vorführt, wie gefährlich die Pathologisierung von rassistischen Taten ist, nicht nur, weil eine Überpsychologisierung politische Motive verdecken kann, sondern auch, weil damit psychisch kranke Menschen stigmatisiert werden könnten. Und weiter stellt sie eben noch zu dem Fall fest, ja, das klingt dann leider doch so, als wären psychische Störungen das Problem und nicht rassistische Einstellungen. Margarete Stokowski kommt dann noch auf einen zweiten Fall zu sprechen in Wien, der sich hier vor ein paar Tagen ereignet hat. Ein anderer Fall, ähnliches Problem. In Wien hat ein Mann eine Frau beinahe totgeschlagen. Am Morgen des 30. Dezember beobachtete er über mehrere Stunden eine junge Frau. Er habe sie ansprechen wollen, aber sich nicht getraut und verletzte sie dann mit einer Eisenstange lebensbedrohlich. Ja, sie beklagt dann irreführendes Narrativ, ja, und zitiert eine Kollegin, wie derartige Vorfälle in den Medien immer wieder als Einzelfälle präsentiert werden, beschrieb die Journalistin Nicole Schöndorf. Die Taten werden medial wie unfassbare Einzelfälle abgehandelt, die aus heiterem Himmel passieren, boulevardesk, voyeuristisch, unsensibel und einer immer gleichen Erzählstruktur folgend.
Ja, Margarete Stokowski fordert also einen strukturellen Diskurs ein, aber vermutlich nur dann, wenn ein solcher Diskurs ihrem feministischen und neokommunistischen Weltbild entspricht. Von rechts gibt es ja haargenau die gleichen Diskussionen bezogen, etwa auf signifikant höhere Kriminalitätsraten bei Ausländern oder auf Ehrenmorden. Dort wird auch beklagt, dass derartige Vorkommnisse dann eben in der Regel als Einzelfall diskutiert werden und keine strukturellen Probleme benannt werden. Wer, so kann man an der Stelle ganz allgemein fragen, darf denn strukturelle Diskussionshorizonte definieren? Ja, das ist ein Aspekt. Ein wesentlich wichtiger Aspekt ist mir aber, dass nach meinem Dafürhalten Margarete Stokowski hier journalistisch grandios gescheitert ist. Denn es gibt durchaus Vorkommnisse, die vordergründig wie Attentate, politisch motivierte Attentate aussehen, die es aber doch nicht sind. Und ich möchte hier zwei Fälle diskutieren, die relativ ähnlich gelagert sind. Sie haben sich beide 1990 ereignet, und zwar die Anschläge auf Oskar Lafontaine und auf Wolfgang Schäuble. Zunächst geht es hier um die Attentäterin auf Oskar Lafontaine, Adelheid Streidel, in einem Artikel aus der Zeit. Dort heißt es eben, sie, das heißt Adelheid Streidel, sei von kompetenten Wissenschaftlern unterrichtet worden, dass die Erde in Gefahr sei, sagt sie. Überall hierzulande, womöglich auch im Ausland, würden jene Menschentötungsfabriken betrieben. Auch unter dem Frankfurter Flughafen oder in Wackersdorf existierten derlei Einrichtungen. Die Demonstrationen dort hätten in Wahrheit diesen Fabriken gegolten. Dort würden Menschen nicht nur systematisch getötet und verarbeitet, dort würden auch Menschen synthetisch hergestellt. Seit etwa 1978, wie sie davon berichtet, sie dem Gericht, von Jesus habe sie den Auftrag erhalten, die Bevölkerung darüber aufzuklären. In den vergangenen Jahren klebte Adelheid Streidel selbst gefertigte Plakate, verteilte Flugblätter und gab sogar Anzeigen in der Lokalzeitung gegen die Menschenfabriken auf. Doch all die Aufklärung fruchtete nicht. Weiter heißt es eben in dem Artikel, der Diplompsychologe Helmut Spies, der die Attentäterin begutachtete, spricht von einem inhaltlich geschlossenen Warnsystem, in dem Adelheid Streibel lebe. Hirnorganische Schäden könnten ausgeschlossen werden, ergänzt der Psychiater Helmut Köster. Gar kein Zweifel bestehe daran, dass die Angeklagte an paranoider Schizophrenie leide. Dabei habe sie eine derart festgefügte Meinung und zeigte keinerlei Krankheitseinsicht. Ja, wie gesagt, ein ganz ähnlicher Fall, nur um das noch mal ein bisschen klarer zu illustrieren, lag auch beim Attentat auf Wolfgang Schäuble vor, das letztlich auch dazu geführt hat, dass er eben bis heute im Rollstuhl sitzen muss. Über den Attentäter wird er auf Wikipedia berichtet, dass er erst im Gefängnis gesessen habe, 5 Jahre. Nach seiner Entlassung 1988 war er der Überzeugung, der bundesdeutsche Staat bedrohe seine Bürger im Allgemeinen und im Besonderen. In seiner Vernehmung nach dem Attentäter gab er als Motiv an, Bürger würden mittels elektrischer Wellen und Lauttechnik gefoltert und ihnen elektrolytisch erhebliche Schmerzen zugefügt. Unter anderem im Zwölffingerdarm und im Kopf. Schäuble sei einer der Hauptverantwortlichen, ein alternatives Ziel sei Bundeskanzler Kohl gewesen. Kaufmann wurde im Prozess aufgrund paranoid halluzinatorischer Schizophrenie für schuldunfähig erklärt, unbefristet in eine Klinik eingewiesen. Gut, wenn man sich jetzt mit dem Fall des Bottropper Anschlages befasst, dann lesen wir hier in der SVZ Amokfahrt von Bottrop, Zeitung berichtet Details aus dem Verhör. Dem Bericht zufolge leidet der festgenommene Deutsche seit Jahrzehnten unter einer schizophrenen Erkrankung. 2005 hatte er zeitweilig in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt gelebt. Laut eigener Ansage befinde er sich nach wie vor in psychiatrischer Behandlung. Ja, und hier muss man mal ganz grundsätzlich etwas feststellen. Ja, es mag psychische Probleme geben, wie Depression etc.
Und es gibt eben eine schwerwiegende psychiatrische Erkrankung der Schizophrenie. Ja? Und am weitesten verbreitet ist eben die paranoide Schizophrenie. Und ich habe das selbst mal bei einem Freund erlebt, der an dieser Krankheit erkrankt war, und kann deswegen sagen, das ist eine Sache, die einen Menschen grundlegend verändert. Das ist eine ganz tiefgreifende, auch in die Kognition und in die Wahrnehmung eingreifende seelische Erkrankung, die vermutlich relativ grundlegende neurologische Ursachen hat. Bis heute ist das, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht vollständig verstanden. Auf jeden Fall gehören speziell bei der paranoiden Schizophrenie eben Wahnvorstellungen ganz essentiell zu diesem Krankheitsbild, und im Grunde genommen ist es relativ gleichgültig, woher diese Wahnvorstellungen kommen. Ja, sie sind auch kulturabhängig. In anderen Kulturen sind das wieder ganz andere Wahnvorstellungen, die vielleicht auch der Religion entnommen sein mögen. Aber da eben der Attentäter von Bottrop dem Vernehmen nach eben an einer Schizophrenie erkrankt war, ist das für mich alles andere nur kein politischer Anschlag und ist von derselben Kategorie, wie es die Attentate auf Schäuble und Lafontaine waren. Auch das waren tatsächlich psychisch kranke Einzeltäter, das gibt es. Und das dann im Diskurs politisieren zu wollen, ist aufs Höchste unprofessionell und auch irgendwo unredlich, um nicht zu sagen gefährlich. Ja, und auch das zweite Beispiel von Margarete Stokowski hält nach meinem Dafürhalten einer näheren Überprüfung nicht stand. Zunächst einmal hat sie ja selbst einen Artikel verlinkt, den ich hier von der österreichischen Zeitung Der Standard. Ich habe mir das hier durchgelesen und konnte keinerlei Indiz dafür finden, dass der Täter in irgendeiner Weise als ein Frauenhasser sich geäußert hat oder als ein solcher in Erscheinung getreten ist. Ja. Ich habe auch danach gegoogelt und konnte auch da nichts dergleichen finden, und es ist auch keine Eigenaussage vom Täter dahingehend eben überliefert. Vielmehr habe ich bei den Salzburger Nachrichten noch andere Informationen gefunden. Hier lesen wir: Wie die kriminalistische Erhebung ergab, hatte der 41-Jährige mit der Karte der 25-Jährigen, die er unmittelbar nach der Bluttat an sich genommen haben dürfte, einen Zigarettenautomaten in der Nähe seiner Wohnung betätigt. Als daraufhin bei ihm eine Hausdurchsuchung angeordnet wurde, fand man in seinem Zimmer das Handy der Frau und blutige Kleidungsstücke der 25-Jährigen. Der Verdächtigte ist wegen schweren Einbruchsdiebstahls vorbestraft. Er war zuletzt in einer Wohngemeinschaft für ehemalige Häftlinge untergebracht. Ja, also auch hier ergibt sich doch, wenn man ein bisschen recherchiert, ein anderes Bild. Auf jeden Fall war der Täter eben vorbestraft wegen schweren Einbruchsdiebstahls und in irgendeiner Weise eine Selbstbezichtigung als Frauenhass oder sowas lässt sich, ist nicht überliefert. Ja? Daraus folgt für mich, dass der Täter im Wesentlichen ein normales kriminelles Motiv für seine Tat gehabt hat. Er hat sich ja auch sozusagen an dem Opfer bereichert, hat diese irgendeine Bankkarte an sich genommen, die auch benutzt. Das heißt, es waren tatsächlich konkrete niedere Absichten der Bereicherung möglicherweise auch vorhanden. Auf jeden Fall haben wir allen Grund anzunehmen, dass es sich schlicht um einen Menschen mit einer ganz normalen, in Anführungszeichen, hohen kriminellen Energie oder einem hohen kriminellen Potenzial eben zu tun haben und nicht mit einem expliziten Frauenhasser. Ja, das, was wir an diesem Fall eben sehen, ist, dass speziell bei Margarete Stokowski, und möglicherweise ist das eben symptomatisch nicht nur für sie, sondern für die Spiegelredaktion oder allgemeiner für die, wenn man so will, geistige Elite des Landes, dass sie eben sehr stark in ideologischen festgelegten Bahnen denkt und argumentiert und dass hier tatsächlich auch die Tatsachen in einer Weise umgebogen und umgedeutet werden, wie das nicht mehr
journalistisch als redlich bezeichnet werden kann. Nur eine kleine Anmerkung möchte ich noch machen zu dem Fall Franz Magnitz, der ja in Bremen angegriffen worden ist, vermutlich politischer Hintergrund. Ich will jetzt auf den Fall selber gar nicht eingehen. Ich fand eben nur sehr, sehr bemerkenswert, dass die gute Frau Stokowski auf diesen Fall überhaupt nicht eingegangen ist. Die Margarete, die Kolumne von ihr ist an dem Tag erschienen, als auch dieser Angriff auf Frank Magnitz durch die Presse ging. Selbst der Bundespräsident sah sich genötigt, zu dem Fall Stellung zu beziehen. Und allein aus Gründen der Ausgewogenheit wäre es doch, denke ich, eine Pflicht gewesen für Frau Stokowski, diesen Fall zumindest mit einem Satz zu erwähnen. Aber das hätte eben ihr ganz eindeutig ideologische Schlussfolgerung ein bisschen gestört. Und da hat sie eben ganz heftig ausgeblendet. Ja, was soll man sagen zu einem Journalismus, zu einem sogenannten Leitmedium, so ist, wie dem Spiegel, in dem einem so etwas geboten wird? Also ich finde das fast schon eine Art Unverschämtheit, denn durch einfaches Nachrecherchieren merkt man, dass einfach hier eine völlig unhaltbare Interpretation vorgenommen wird. Hier wird wirklich alles in ein ganz bestimmtes ideologisches Weltbild gepresst. Ja, aber wirklich einen Wert im Sinne des Journalismus hat das nach meinem Dafürhalten nicht. Ja, also die Probleme des Falles Relotius bestehen also beim Spiegel fort. Ja, wenn es nicht dreiste Erfindung ist, dann ist es zumindest ein sehr kreativer Umgang mit den Tatsachen, und da werden Dinge in einem Zusammenhang dargestellt, die sich durch einfaches Nachrecherchieren, wie das hat mich nicht viel Zeit gekostet hier, tatsächlich als ganz anders nachgewiesen werden können. Ja, wie gesagt, ich habe hier meinem Ärger mal Luft gemacht. Mich hat das wirklich aufgeregt, insbesondere da ich auch aus eigener Anschauung erlebt habe, wie radikal eine Schizophrenie eine Persönlichkeit ändert und wie wirklich ein Wahn von einem Mensch auch Besitz ergreifen kann und der Mensch tatsächlich in der Persönlichkeit wie ausgetauscht wirkt. Und die Wahninhalte sind im Grunde genommen beliebig und ja, haben wir auch in den anderen Inhalten gesehen. Ja, da wird Jesus zitiert, da werden irgendwelche elektromagnetischen Strahlungen zitiert. Ja, darf muss man jetzt das Christentum deswegen verbieten oder darf man nicht mehr über mögliche Gefahren von Elektrosmog reden? Ja, und das sind schon sehr verquere, sehr Weltsichten, die einem hier in Spiegelkolumnen präsentiert werden. Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und tschüss, bis zum nächsten Mal.